Michael Saylor glaubt fest daran, dass Bitcoin, falls es nicht auf Null fällt, einen Wert von 1 Million Dollar pro Bitcoin erreichen wird. Und mit der Zustimmung der weltweit größten Institutionen und nun auch der Börsenaufsicht der USA, der SEC, hat Bitcoin den Punkt überschritten, an dem ein Absturz auf Null absolut unwahrscheinlich ist. And I have said before, and I would repeat it again, if it's not going to zero, it's going to a million. And of course, we now know that it's not getting banned. Die Frage ist jetzt nicht mehr, ob Bitcoin bestehen bleibt, sondern wie viel es bald wert sein wird. In Saylors Augen ist Bitcoin mindestens 1% des weltweiten Vermögens wert, da es das größte Energienetzwerk auf dem Planeten ist. Once you go from zero to one, then the question is, okay, well, it's an asset class. If it's not going away, then what's it worth? Well, it's worth 1% of the assets in the world. So 1% drives it up by a factor of 10 to 20, right? Once you get to a 1% exposure. Das würde bedeuten, dass ein Bitcoin eines Tages 1 Million Dollar wert sein könnte. Und das heißt, wir können von dieser Entwicklung profitieren und in der Zukunft könnten schon 0,1 Bitcoin ausreichen. Saylor unterstreicht im Grunde genommen, wie wichtig es ist, die Kontrolle über das eigene finanzielle Schicksal zu übernehmen. Klicke daher auf den Link in der Beschreibung, damit du dir finanzielle Freiheit mit Krypto aufbauen kannst. Und Saylor erläutert weiterhin, warum traditionelle Sparmethoden wie beispielsweise Anleihen oder Sparkonten langfristig zum Vermögensverlust führen. Denn angesichts einer negativen Realrendite durch die höhere Inflationsrate als der Zinssatz beispielsweise auf Sparbücher oder Anleihen, ist das Anlegen in Bitcoin eine Strategie zur Wahrung des Vermögens. You're a normal person and you want to save money for retirement or to give to your kids. So you put it in a savings account, you get 5% interest. The monetary inflation rate is 7 or 8 or 9%. You've got a negative real yield of 3%. If you end up with a negative real yield of 3.5%, then over 100 years, $1 million saved is worth $30,000. Okay, it's it. And so for the average person, saving money in bonds with a 3.5% or 4% interest rate when the currency expands at 7 or 8. That's a losing proposition. You lose 97% of your wealth over the course of 3 generations. So clearly bonds don't work, right? That and savings accounts don't work. Michael Saylor argumentiert weiterhin, dass selbst das Investieren in den S&P 500 Index lediglich den Erhalt des Vermögens sichert, ohne es zu mehren, da dessen Wachstum im Grunde genommen nur mit der Ausweitung der Geldmenge Schritt hält. Und Michael Saylor betont 4 entscheidende Meilensteine für Bitcoin. Einmal die Anerkennung als Anlageklasse, das haben wir erlebt. Dann die Verfügbarkeit eines Bitcoin-Spot-ETFs, die Normalisierung der Bilanzierung durch Fair-Value-Accounting, das ist eine Bilanzierungsmethode, bei der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu ihrem aktuellen Marktwert bewertet werden, um eine realistische finanzielle Darstellung eines Unternehmens zu bieten. Und dann noch laut Michael Saylor das bevorstehende Halving. The recognition as an asset class is a big deal. The availability of a spot ETF is a big deal. The normalization of accounting via fair value accounting, which is the FASB initiative, it's another big deal. And then the halving. Diese Entwicklungen sind signifikant für die Zukunft von Bitcoin und stärken das bullische Szenario. Das heißt, wenn du als Durchschnittsperson laut Michael Saylor in Immobilien investieren möchtest, stehst du laut Michael Saylor vor Herausforderungen. Ein Gebäude oder Lagerhaus zu kaufen beispielsweise ist oft nicht machbar. Großfamilien auf der anderen Seite mögen sich solche Investitionen leisten können, doch für die Mittelschicht sieht es anders aus. Wie kauft man also Anteile an einem Gebäude im Wert von 4.000 Dollar? Hier liegt das Problem laut Michael Saylor. Deine Eigentumsrechte sind bei Aktien oder Sicherheiten im Vergleich zum direkten Eigentum eingeschränkt. Besitzt du das Gebäude, kannst du es natürlich beliebig nutzen oder verändern. Bei einem Anteil an einer Immobilien-AG, die das Gebäude besitzt, fehlen dir diese Rechte aber. Und das führt uns laut Michael Saylor zum Problem der Wertpapiere. Investierst du dein Geld in Aktien großer Unternehmen, siehst du dich mit Risikofaktoren konfrontiert. Managementteams nehmen Gebühren, es gibt Arbeitskostenrisiken, Konkurrenzdruck, technologische Herausforderungen und Ausführungsrisiken. Und all diese Faktoren können den Wert deiner Investition schmälern. Hinzu kommen geopolitische Risiken wie beispielsweise Kriege oder Handelskriege, Konflikte und so weiter, die deine Anlagen beeinträchtigen können. So the next question is, do I just put all my excess money in the S&P index? Well, traditionally the money supply in the US is expanding at 7% and the S&P index is going up at 7%.
So if you save $1 million over the course of your life and you put it all in the S&P index, then in 100 years, it'll be worth $1 million. So that's wealth preservation, but you're not doing any better than that. And that just kind of assumes that that the S&P 500 is going to be relevant for 100 years and you can stick around the country. But it's like treading water. Die Frage, die Michael Saylor stellt, was wäre, wenn es eine Investition gäbe, die immun gegen diese Risiken ist? Eine Anlage, die nie veraltet, keine Managementgebühren hat und nicht durch Kriege oder Handelskriege oder auch Konflikte zerstört werden kann. Und Saylor sagt es, beim Kauf von Bitcoin erwirbst du einen Teil des globalen Geldnetzwerkes, unabhängig von all diesen Risiken. Bitcoin stellt eine digitale Monopolstellung ohne Arbeits-, Kriegs- oder Produktionskosten dar. What is the problem of security? So you have some money, you invest it in Apple stock or Amazon or Facebook or Google or a REIT that owns a building. The dilutive problem with securities is there are risk factors. First of all, there's a management team. They're going to take 1% every year. They're not doing it for free. They're charging you to manage the company or the building, right? And if you're lucky, that's only 1%. You want to see that in action? Just go look at any ETF. The ETFs charge 90 basis points. You know, if you want to put money into a Bitcoin, BITO or whatever, they'll charge you 90 basis points just as the management fee. So about 1%. What's the cost of 1% over the course of a lifetime? An infinite duration asset, you would basically multiply by 20, 25. So it means that when I charge you 1% to manage your $1 million, I'm taking 20% of your money, okay? I'm taking 20% of all your wealth to charge you 1%. So that's only the first problem. It turns out that when you run a company, you also have you have the risk of labor, right? Your company may unionize. So you've got labor expenses. And what happens to the equity value when the company unionizes? Well, the union just takes all the profits. And the equity values of those companies start to trend towards zero. So labor is another risk. The third risk is your competitors, right? Your competitor may come up with a better product and you end up like Yahoo squeezed out or AOL squeezed out by Google. Well, then your stock's going to zero, right? I mean, how many companies actually had a competitor? Xerox, Kodak? World's full of great companies. Where are they today? They end up getting squeezed by competition. The fourth issue is technology, right? You may just get obsolesced, right? Maybe you own natural gas fields or oil fields and someone creates nuclear power plants and they don't need your oil anymore. Or maybe you sell the world's greatest chemical cameras and people don't need cameras anymore. They have digital cameras, right? There's always that kind of risk from technology. And then there's execution. Maybe you just don't ship the iPhone 47 to be that good, right? Maybe the iPhone 13 is good and the iPhone 15 is not good, right? You know, and the world's full of examples of that, like Firestone tires or something. And I ship a tire and the tire blows out. And now people stop buying my tire or New Coke. Remember New Coke is a product launch that didn't work out well. So when you're investing in a company, you're not just getting a pure investment. You're actually getting an investment in an asset, but you're getting hammered and diluted by force majeure, by, you know, bad weather. Yeah, you might get a war, you might get a tariff or a trade war. Like we just decided to put a tariff of 20% on all Chinese imports. Oops, if you had a factory in China, what happened there? And then maybe you get a real war where someone just impounds your ship or blows up your factory. That happens too. We have real wars all the time. So what's the return on the S&P index? 7% a year. What's the monetary inflation rate? 7%. What's really happening? Well, all these companies, they're just barely holding their wealth. Und diese Perspektive von Michael Saylor zeigt, dass Bitcoin nicht nur eine reine Investition ist, sondern auch eine Möglichkeit, Vermögen vor den vielen Risiken des traditionellen Finanzsystems zu schützen. Und Michael Saylor sieht Bitcoin als eine Art langfristige, sichere Anlage, die das Potenzial hat, den Wert deiner Investitionen zu bewahren und zu mehren, frei von den Unwägbarkeiten, die andere Anlageformen mit sich bringen, wie beispielsweise Gold oder Aktien und so weiter. Bitcoin gleicht laut Michael Saylor einer viralen, ultimativen Bank und einem Geldfranchise. Während Banker, Miner, Einzelpersonen und Unternehmen Risiken eingehen,
eingehen, profitieren Bitcoin-Halter von den Erfolgen und tragen nicht direkt die Konsequenzen von Fehlschlägen. Laut Michael Saylor zeichnet sich Bitcoin durch seine Widerstandsfähigkeit aus, die es besonders attraktiv für die Mittelschicht macht, da es als reines globales digitales Eigentum gilt. Es ist nicht von den verwässernden Faktoren betroffen, die typischerweise bei Wertpapieren, Währungen, Kreditinstrumenten oder physischem Eigentum auftreten. Das heißt, der Versuch, als durchschnittliche Person in Immobilien zu investieren, bringt viele Herausforderungen beispielsweise mit sich. Von der Unmöglichkeit, direkt ein Gebäude zu kaufen, bis hin zu den eingeschränkten Rechten, die mit dem Besitz eines Anteils an einer Immobilienaktiengesellschaft einhergehen. Du darfst auch nicht vergessen, wenn du deine Steuern nicht zahlst, ist die Immobilie auch weg. Im Gegensatz dazu bietet Bitcoin eine Form des Besitzes, die leicht zu erhalten, zu pflegen und über lange Zeiträume zu halten ist, ohne die üblichen Risiken und auch Kosten. Bitcoin wird als globales digitales Eigentum laut Michael Saylor präsentiert, das man im Grunde genommen mit jeder Gehaltsabrechnung kaufen kann und das liquide genug ist, um es bei Bedarf auch leicht zu verkaufen. Und das Ganze, das darfst du nicht vergessen, gilt weltweit. Und dies steht im Kontrast zu den Herausforderungen, die das Halten von physischem Eigentum mit sich bringen, wie zum Beispiel die Unmöglichkeit, es beim Umzug mitzunehmen, wie das beispielsweise bei Immobilien der Fall ist, oder die Abhängigkeit von lokalen Banken für Hypotheken. Michael Saylor betont auch, dass Bitcoin das Potenzial hat, die finanzielle Landschaft neu zu definieren. Und mit der Anerkennung durch die führenden Institutionen und die Börsenaufsicht der USA, die SEC, hat Bitcoin bewiesen, dass es mehr ist als nur ein Überlebenskünstler. Es blüht auf mit der Möglichkeit, seinen Wert auf 1 Million Dollar pro Coin zu steigen. Bitcoin ist nicht nur ein digitales Asset, also ein digitaler Vermögenswert. Es ist eine transformative Kraft in der globalen Wirtschaft, die mindestens 1% laut Michael Saylor des weltweiten Vermögens repräsentiert. Es geht hierbei nicht nur um Zahlen auf einem Bildschirm, sondern um das Potenzial, die Verteilung des Reichtums und die finanzielle Autonomie in einem zunehmenden digitalen Zeitalter neu zu gestalten. Und genau jetzt ist die Zeit, durch die Einführung der Bitcoin-ETFs und dass die Massen bald mehr und mehr ihr Geld in Bitcoin und auch in andere Kryptowährungen investieren werden. Das heißt, wir müssen diese Chance nutzen. Macht das unbedingt. Es ist nicht mehr viel Zeit. Klicke daher auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos und ich wünsche dir einen schönen Tag und schreib mir in die Kommentare, was du über die Aussage von Michael Saylor denkst. Hat er recht mit Bitcoin oder siehst du es anders? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare.